drei Nikoläufe. Ist doch meist gleich, was Kinder freut, gell? Da kommt noch ein. Wir wollen heute uns auch ein bisschen die Fragen beantworten. Wer ist der Nikolaus? Wer ist der Weihnachtsmann? Denn wir haben hier viele Nikoläuse und Weihnachtsmänner und auch noch andere ausgestellt. Wir wissen ja, der Nikolaus ist ursprünglich ein Heiliger und da gibt es die Legenda Aurea, die goldene Legende der Heiligen, wo wir auch unseren Nikolaus finden. Nikolaus, Bürger der Stadt Patras, leitete seine Herkunft von reichen und heiligen Vorfahren her. Sein Vater hieß Epiphanes und seine Mutter Johanna. Seine Eltern zeugten ihn in der ersten Blüte ihrer Jugend und führten dann ein enthaltsames Leben. Dann kommen hier ganz viele Geschichten aus seinem Leben, was er alles gemacht hat. Er wurde dann Bischof von Myra, das ist in Demre in der heutigen Türkei. Und wir haben auch noch ein moderneres Lexikon vom Nikolaus von Myra, so heißt er dann, hieß er dann, weil er eben der Bischof von Myra war und der Tag, an dem sein Namenstag, den die katholische Kirche feiert, ist der 6. Dezember. Das hat aber schon vorchristliche Ursachen. Es ist ja immer so, wenn eine neue Religion kommt, übernimmt man Bräuche der alten Religion, damit die besser angenommen wird, die neue. Da gab es nämlich vorher für die Seefahrer schon einen Heiligen, der am 6. Dezember Geburtstag hatte. Der Nikolaus wurde dann zum Schenker, zum Gabenbringer, weil er auch in seinem Leben Kinder geschenkt hat. Vom Mittelalter an, als dann seine Gebeine von der heutigen Türkei nach Süditalien geholt wurden, kam eben die Verehrung nach Mitteleuropa und wurde mit vielen verschiedenen Volksgebräuchen verbunden, die halt hauptsächlich auch für die Kinder sind. Diese Tradition begann im 16. Jahrhundert, 1555. Da beschenkt man die Kinder zum Nikolaustag und da war auch im süddeutschen Raum der Knecht Ruprecht dabei, der heute relativ in Vergessenheit geraten ist. Und der Nikolaus und der Knecht Ruprecht sind natürlich gemeinsam erschienen und haben die Kinder beschenkt, aber auch gestraft. Sie haben aus einem Buch vorgelesen, was die Kinder im Laufe des Jahres Gutes und Schlechtes getan haben. Und die Kinder haben am Vorabend ihren Schuh vor die Tür gestellt und den hat der Nikolaus gefüllt mit Äpfeln, Nüssen und Süßigkeiten. Dieser Nikolaus und der Knecht Ruprecht, der war eigentlich nur warm angezogen und hat einfach, ist praktisch lebendig erschienen. Die Kinder haben daran geglaubt, da kommt wirklich der Nikolaus. Und hier in Weißach hatten wir auch einen ganz fleißigen, der jahrzehntelang die Kinder besucht und beschert und aus dem Buch vorgelesen hat, wie es die Eltern vorher bei ihm bestellt haben.
Ich glaube, er macht es sogar heute noch. Und heute ist dieser Nikolaus und seine Stellvertreter, das war ein Kind von mehreren, schon recht betagt. Auch in anderen Ländern gab es den. In Holland zum Beispiel ist es der Sinterklaas, der mit dem schwarzen Piet kam. Und dort ist die Geschichte oder Legende so, er kommt mit einem Schiff aus Spanien, zieht dann um die Häuser und beschenkt. Die Kinder gilt heute als politisch unkorrekt, weil der Piet ein Afrikaner ist. Da wird gerade eifrig drüber diskutiert. Und diesen Santa Claus haben die niederländischen Auswanderer in die USA mitgenommen und dort hat er sich dann etwas verwandelt. Die sagen hier so schön im heiligen Lexikon, dass eine vor ungefähr 100 Jahren eine berühmte Getränkefirma hat ihm die Form gegeben, die wir heute noch kennen, indem sie ihn zu seinem Werbeträger gemacht hat, nämlich den roten Mantel mit weißen Besetzen. Und aus dem Skandinavien kommt auch der Schlitten, mit dem er angefahren kommt. Also wir haben heute eine wilde Mischung aus dem heiligen Nikolaus, der auch ursprünglich eine Bischofsmütze trug und keine Zipfelmütze, und dem Weihnachtsmann und Sinterklaas. Da spielen also verschiedene christliche und vorchristliche Erzählungen mit rein. Und natürlich ging es dann von der leibhaftigen Erscheinung von Nikolaus Personen oder Sinterklaas oder was immer auch über in unsere Weihnachtsdekoration, die ja im 20. Jahrhundert immer üppiger wird. Und da finden wir viele verschiedene Nikolaus- und Weihnachtsmänner, mit denen wir Haus und Garten, Weihnachtsbaum und alles schmücken. Und solch eine Sammlung wurde uns jetzt geschenkt, damit wir sie hier zur Weihnachtsausstellung ausstellen können. Und wir könnten viele Geschichten erzählen um den heiligen Nikolaus, die heute fast niemand mehr weiß. Und dank der roten Zipfelmütze hat sich noch einer dazu gesellt, der heute unter Nikolaus subsumiert wird. Das sind nämlich Trolle und Zwerge. Also sobald was eine rote Mütze hat, denkt man an Nikolaus und dekoriert es munter dazu. Jetzt könnte ich noch eine Geschichte erzählen aus den Nikolaus-Legenden vielleicht. Zum Beispiel hat er die Auswirkungen einer Hungersnot gemildert, indem er jedem auslaufenden Schiff in seiner Heimatstadt Myra eine Sondersteuer in Form von Getreide auferlegt hat. Aber als dann die Kaufleute in den Bestimmungshäfen einliefen, stellten sie fest, dass der Verlust auf wundersame Weise wieder ersetzt war. Also das ist einer dieser Legenden, die mit dem Schenken zusammengeht, dass er eben die Menschen auf wundersame Weise mit Gottes Hilfe beschenkt hat, und so hat er auch die Kinder beschenkt. Fertig, oder? Ich schaue mir hier mal.